So einen hundsmiserablen Saisonstart hat Martin Smolinski noch nie erlebt. Der Mann aus dem Münchner Westen ist mit seinem Team hochmotiviert zur Auftaktveranstaltung der Speedway Best Pairs Serie nach Torun gereist. Doch in der polnischen Speedway-Hochburg erlebt Martin Smolinski ein denkwürdiges technisches Desaster. Zurück in München kann er das Ganze jedoch schon wieder mit Humor einordnen. Im vergangenen Jahr hatte ich in 50 Rennveranstaltungen keinen einzigen Ausfall, also bei 250 Läufen keinen Ausfall. Dieses Jahr erste Veranstaltung, ja, keine 5 Läufe, 2 Ausfälle, 2-mal stehen geblieben mit Elektronikschaden. Ich meine, ich hoffe, das war's dann für den Rest des Jahres. Dass der Auftakt daneben ging, kann Martin Smolinski nur kurz ausbremsen. Der erfolgsgewohnte Bayer war bereits mehrfach Welt- und Europameister und erlebte 2016 sein erfolgreichstes Jahr auf nationaler Ebene. Ich war letzter Triple Champion, deutscher Bundesligameister, deutscher Speedwaymeister, deutscher Langbahnmeister. Ich meine, die 3 Titel, die müssen wieder oder sollten wieder gehalten werden oder auch verteidigt werden. Und mein Grundziel ist, wieder zurück in den Speedway Grand Prix zu kommen und mich wieder in dieses Jahr für die Europameisterschaft zu qualifizieren, dass ich auch wieder auf ganz hohem Niveau mitfahren kann. Martin Smolinski ist bisher der einzige deutsche Speedway-Fahrer, der es in den Grand Prix geschafft hat. Gleich sein erstes Grand Prix-Rennen hat er gewonnen. Und um dorthin zurückzukehren, hat der 32-Jährige im Winter viel getestet, ausprobiert und trainiert. Wir waren mehrfach auf dem Prüfstand, haben hart gearbeitet. Ich persönlich habe hart an mir gearbeitet, mit viel Fitness, Vorbereitung und Koordination. Und ja, mei, es ist so, wenn der Anfang mal so anfängt, ich hoffe, das ist dann mal abgehakt. Ich meine, die Fehler sind beseitigt. Und ich bin da ganz entspannt. Rund 90.000 Kilometer ist Martin mit seinem Team im Jahr unterwegs, um bei ca. 50 Rennveranstaltungen europaweit an den Start zu gehen. Und doch schlägt sein Motorsportherz besonders für seinen Heimatort Olching. Wir hatten eine Klage wegen Lautstärke, aber ich meine, die Zusammenarbeit mit der Stadt Olching ist seit einiger Zeit wieder sehr, sehr gut. Wir haben einen neuen Vorstand mit dabei, die was alle wirklich tatkräftig arbeiten. Und ich persönlich fahre ja auch wieder für Olching, sage ich einmal. Wir haben ja wieder, also es gibt eine zweite Bundesliga und man darf es nicht zweite Bundesliga nennen, aber es ist eigentlich im Fachjargon, sage ich mal, oder in Umgangssprache die zweite deutsche Bundesliga, wo ich wieder für Olching an den Start gehen werde. In der Speedway Best Pairs Serie gibt es noch 2 Tourstops. Das Finale wird am 25. Mai in Landshut ausgefahren, bei den ACL Devils, Martins Bundesliga-Club. Die Leute sind wieder sehr interessiert daran, aber speziell im bayerischen Umfeld mit Landshut, Olching, Abensberg haben wir wunderbare Veranstaltungen, haben wir auch am Vatertag das Best Pairs Finale in der Devils Arena zu Hause und ich meine, das Vatertag Tag ist die beste Veranstaltung. Ich meine, da gibt es am Nachmittag ganz gemütliches Bier und dann am Abend wieder gescheites Rennen angeschaut. Für 2017 stehen rund 50 Termine in Martin Smolinskis Rennkalender. Genügend Rennen, um dank 80 PS in 3 Sekunden von 0 auf Tempo 120 ums Oval zu rasen, möglichst frei von technischen Störungen.